Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rambo The Video Game. Leute, ich weiß, lange nicht mehr gespielt. Ich habe es mal installiert und hier hat man sogar Glück. Die Steam Cloud hat den Spielstand noch gespeichert gehabt. Gott sei Dank, was ich leider bei den meisten Spielen nicht mehr sagen kann. Also, wir sind auf jeden Fall in Kapitel 3. Ja, müsste dazu sagen. Zwei Kapitel haben wir schon gespielt, also Rambo Teil 1 und Rambo Teil 2 von den Filmen her, die haben wir durch. Jetzt kommen wir nach Afghanistan. Also, wir müssen jetzt mal gucken. Das ist ja alles noch gesperrt hier. Okay, wir können einmal die Schwere und ihr die AK-47 leicht nehmen als Zweitwaffe. AKM, jetzt müssen wir mal hier drüben schauen. Okay, die hat mir im Nachladen dann ein Ding, aber ich glaube, wir nehmen die hier. Vom Nachladen geht es dann schneller. Dann haben wir unseren Bogen dabei. Okay, das werden wir jetzt mal nehmen. Wir werden nicht mehr Controller spielen. Controller müsste auch ausgesteckt sein eigentlich. I'm sure most of you are now aware of the fate of Colonel Sam Troutman. 4 days ago he was captured by the Russians in Afghanistan. Rambo wanted to rescue him. If you find someone who cares about you in war, a real friend in all that mud and blood and puke, that's one of a kind, and you do anything for that person. I was one of the men in that POW camp, and I'll never forget what Rambo did for me. So, und da ist es ja so, dass wir dann auch bei den Rebellen am Anfang, ja, jeder kennt Teil 3, bei den Rebellen im Camp sind, wo dann die Helikopter angreifen. Ich hoffe mal, dass das jetzt hier in dem Spiel genauso ist. Dozens of people, who saved my life. A man who sacrificed his place in society. Und nicht böse sein, wenn ich jetzt gleich beim ersten Mal nicht die ganzen Leute treffe, ja. Aber wie gesagt, das ist bestimmt schon über ein Jahr her, wo wir die letzte Folge hier gespielt haben. Mal schauen, was uns das alles so bringt. Aber ich glaube, müssten wir eigentlich nur gut drin sein. Auslegen Haare hier. May he rest in peace. Tja, Leute, John Rambo ist nicht tot. Okay. They're off their radar. Go get him, Rambo. 3 days later in Afghanistan. This is Afghanistan. Alexander the Great tried to conquer this country. Then Genghis Khan, then the British, now Russia. The Afghan people can never be defeated. There's about 100 rebels here, very tough warriors. Also the only doctor in 500 miles. May mighty God save us from the poison of the snakes, the teeth of the lion, and the vengeance of the Afghans. Who's that deserter? He's you, ist er der Doktor. The Russian defector. He knows the fort where your friend is held prisoner. Ja, siehst, da kommen die Hedis. Jetzt sehen wir unser Spiel gar nicht. Wo sie hier mit dieser Schafsfee gespielt haben. Nein, das ist doch eine Riesenumstellung. Das ist eine Riesenumstellung. Oh, nachladen. Ah, shit. Da muss man ja auch nochmal was drücken, damit wir schneller nachladen können und so weiter. Ah, shit. Warum geht der jetzt hier? Alter, was ist denn los? Ladehemmung, nein. Und wir haben fast keine Gesundheit mehr.
müssen unsere Anzeige hier auf jeden Fall auffüllen. Warte mal, wir wollen das mit E. Nein, zu spät. Jetzt, wo ich meine Anzeige auffüllen lassen wollte. Übrige Versuche, also wie gesagt, das ist gar nicht so leicht hier, ey. Perfekt, okay, jetzt können wir wenigstens mal der Rakete ausweichen. Aber was mir jetzt aufgefallen ist, immer wenn wir zu einer neuen Spielszene kommen, geht das Fadenkreuz immer komplett nach oben. Wo ist der? Ja, müsst ihr auch Herausforderungen schaffen, da bekommt er auch bessere Waffen, glaube ich, und lauter so Zeug. Warte mal, wir laden aber jetzt erstmal noch. Ah, Ladehemmung schon wieder. Ja, was ist denn jetzt? Granate. Wo kam die jetzt her? Wir müssen auf jeden Fall so schnell wie möglich zum MG, ey. Oh, jetzt wollte ich gerade den erschießen. Das wäre natürlich der falsche gewesen. Also ihr könnt mal sagen, was ihr wollt. Ich habe viel Bewertungen über das Spiel gelesen, ja, dass sie nicht so gut ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das Spiel. Nein, schon wieder Ladehemmung. Also da muss man wirklich genau in diesen gelben Punkt hier reinkommen. Dann haben wir 200% mehr Munition. Oh, leck. Schon wieder fast einen von die Zivilisten hier erschossen. Kontrollpunkt, das ist auch gut. Ja, da ist unsere MG-Stellung. Schaut euch das an, da müssen wir hin. Dann können wir Helis jagen. Mal schauen, ob wir so schnell wie möglich hier hinkommen. Ah, wieso kommt die jetzt von hier oben? Habe ich hier eigentlich eine Granate jetzt? Ja, Hammer. Wir werden jetzt erstmal hier in Deckung. Alter, was war denn das jetzt? Oh nein! Granate. Ja, okay, aber wir sind ja bei dem Kontrollpunkt hier. Schaffen wir schon. Mal nachladen, perfekt. Wir müssen natürlich jetzt dann mit dieser Granate hier aufpassen, ne? Und wie gesagt, in Schießen müssen wir halt erstmal noch ein bisschen reinkommen, ja? Schmeißen wir mal eine kleine Granate hier. Wo ist denn der, der die Granate schmeißt? Welcher Typ schmeißt die Granate überhaupt? Komm her. Da kam doch die ganze Zeit immer eine Granate, aber von wo? Ja, auch LKWs zerstören. So, schnell nachladen. Ja, da ist ihm schon einer. Oh, fuck, minus Punkte. Ja, das ist natürlich blöd, wenn die Zivilisten hier immer hier rein... Nein! Boah, jetzt müssen wir aber aufpassen. Nicht, dass wir jetzt hier gleich tot sind. Jetzt machen wir mal schnell unser Ding. Nein, das kommt doch nicht jetzt, wo wir die Szene wechseln. Wir kriegen Gesundheit nämlich durch das. Oh, ich hoffe, wir kommen zu unserem MG. Schaut gut aus. Nein, schaut nicht gut aus. Genau, und jetzt kommt Sophie. Jetzt hätten wir eigentlich schön unsere Gesundheit hier auffüllen können. Schmeißgranate, wir haben keine mehr. Ah, schon wieder Ladehemmung. So, jetzt hört er das MG hier. Da müsst ihr natürlich aufpassen, wenn er das Geräusch hört.
blöd, wenn wir keine Granate mehr haben hier. Jetzt müssen wir auf jeden Fall bekommen. Einer ist hier oben am Haus noch. Ah, sogar zwei. Können wir in der Zeit wenigstens schon mal nachladen. Da haben wir es doch. So, jetzt sind wir da. Jetzt kann der Heli kommen von mir aus. Bräuchte man nur noch einen Speicherpunkt. Das ist eigentlich, ja, da mein Speicherpunkt. Eine geile Szene hier vom Film. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ach so, wir müssen auf Raketen aufschießen. Jetzt holen wir erstmal den. So, Nummer 1 ist unten. Vor allem wisst ihr noch die letzte Schlacht, wo es dann im Panzer ist. Oh mein Gott. I will take survivors across the border. Will you come? I'm going to the fort. Your eyes have seen enough death, my friend. Leave while you can. This war, it is not yours. It is now. So cool. Aber wie viele Sterne haben wir? Ich denke mal nur einen. Na, schaut mal an. Genauigkeit 56%. Es geht aber eigentlich. Ja, schaut euch das an. Wir haben nur einen Stern bekommen. So, wir haben einen Fertigkeitspunkt. 15% mehr Munition. Das ist schon mal sehr gut. Schauen wir mal schnell zu den Fertigkeiten hier rein. Also ihr seht ja, wir haben ja... Zweck Schaden erleiden. Dann haben wir schwere Waffen. Mehr Schadenswirkung, 15% mehr Munition, um 15% vergrößerter Bereich, auf dem Rad für perfektes Nachladen. Dann haben wir, okay, wir haben nur eine Granate, deswegen Upgrade hätten wir dann zwei. Zwei Wutbalken, Wunden nur 40% langsamer ab. Drei Wutbalken. Ah, ja, und wie gesagt, hier oben könnten wir halt unseren, dass wir weniger Schaden erleiden, ne? Aber ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal wegen unserer Wut. Desto mehr Wut wir haben. Ach so. Je mehr Wut wir haben. Ja, da können wir in der Wut jetzt mehr schießen, ohne dass wir Munition verbrauchen, also nachladen müssen und so weiter. Aber wenn unsere Gesundheit ja voll ist und wir zum Beispiel noch zwei Balken von der Wut hätten, dann müssen wir mal gucken, ob wir die Wut auch zwischendrin auch nochmal ausschalten können. Das weiß ich nämlich jetzt gar nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall. Jo, wollen wir speichern. Wir haben die erste Mission von Kapitel 3 durch. Schau mal hin. Getötete Feinde 94. Längste Kiste 8. Gesamte Tote. Ja, okay, wir sind zweimal gestorben. Was sollen wir machen? Jetzt weiß ich aber nicht, zählen diese 5 Versuche für das ganze Kapitel oder nur für eine Mission? Müssen wir auch schauen. Werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe, bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Tschüss. So back to what I was saying. Could be us.